Sieh dich vor, lauf schnell und flieh. Nur eine Puppe war Brahms nie. Ohne Freund ist er allein. Du sollst für immer bei ihm sein. Doch folge ihm und tu ihm gut. Sonst wirst du Zeuge seiner Wut. Als hätte er ein Geheimnis, das nur er kennt. Irgendwas geschieht hier mit ihm. Ich hab dich lieb, Mama. Ich dich auch. Jude? Sieh dir das an. All die Jahre in der Großstadt und nun sind wir endlich raus. Wir leben den Traum. Vielleicht ist es ein Traum. Und dann ist es explodiert. Dann macht es auf einmal Bumm, wie bei einem Überschallknall. Und dann gab's einen Blitz, ein pinkes Leuchten. Sieht aus wie ein Meteorit. Das kommt doch aus dem All, oder? Meinst du, das ist radioaktiv? Meteoriten sind für gewöhnlich nicht gefährlicher als normale Steine. Wie kann etwas so Großes einfach verschwinden? Hast du die gepflanzt? Nein. Ward, kommen Sie mal kurz her. Du Scheiße. Was machst du da? Psst. Er redet mit mir. Wer redet mit dir? Der Mann im Brunnen. Es ist in der Statik, es ist in der Feuchtigkeit. Was hier drin ist, ist da draußen. Und was da draußen ist, ist jetzt hier drin. Ich habe alles unter Kontrolle. Wie kannst du das einfach leugnen? Das liegt an diesem Meteoriten. Er hat alles um uns herum verändert. Einfach alles. Es ist nur eine Farbe, aber es brennt. Glaubst du mir jetzt? Ich weiß nicht mehr, was ich nur glauben soll. Es wird alles wieder gut. Hat irgendjemand Hunger? Ja, und wie? Na klar. Haben wir gleich. Ich warte lieber, bis wir wieder zu Hause sind, wo das Essen noch nicht kompostiert ist. Wie etepetete. Ich wusste nicht, dass ich mich in so feiner Gesellschaft befinde. Aus. Unsere Tage hier sind gezählt. Sobald sie ein Baby haben, sind wir Geschichte. Vielleicht sind wir ohne sie besser dran. Starrt nicht die Landschaft an. Sucht euch einen festen Punkt am Horizont und fixiert dann euren Blick darauf. Was ist das für ein magischer Ort? Der Bauernmarkt. Das klingt ein wenig riskant. Ich würde euch nie in Gefahr bringen. Versprochen. Okay, nicht versprochen. Wir rauben den Markt jetzt aus. Seid ihr dabei oder nicht? Wir sind dabei. Lauf! Lass sie raus! Meine Familie ist in Schwierigkeiten. Und ich werde sie retten. Warum hilfst du mir überhaupt? Das machen Väter so. Bitte. Rücklicht. Muschel Puschel hat sie eben Zucker entdeckt. Ist die Welt friedvoller geworden seit der Revolution?
Es ist eine Schande, dass ihre Leute leiden mussten. Die Kopfgeldjagd ist ein kompliziertes Berufsfeld. Man sagte mir, dass sie kommen. Man sagte mir, sie wären der Beste im Umkreis eines Parsec. Das stimmt doch. Mandalorianer. Sehen Sie nach draußen. Man wartet auf Sie. Ja? Gut. Siehst du ihn? Der Kommandant ist zurück. Ihr seid die Immonos! Es gibt Berichte über Feinde dagegen. Und Achtung! Die Wahrheit muss ja niemand erfahren. Wir dürfen nicht lügen. Wir werden nichts melden. Kommandant auf Modus! Erstattet Bericht! Hier passieren schlimmere Sachen als das. Hier passiert was sehr viel Schlimmeres! Willst du eigentlich bei Mongolia's Got Talent singen? Hi. Okay, wie ist dein Name? Erden Amra. Ich habe mir gedacht, ich singe der Adern aus Gold. Ich bin der Meinung, dass wir erst einen Stopp für die Minen brauchen, die eigentlich nur Bodenproben nehmen dürfen. Hier sehe ich die größten Chancen. Was meint ihr? Ja. Papa, was habe ich mit eurem Streit zu tun? Sie ziehen das Gold aus dem Land und sind wieder weg. Das Land, unser Land, ist unsere Lebensgrundlage. Aber auch immer mehr von uns beuten unser Land aus. Die erste Frage, die man sich natürlich stellen muss, wie kommt Geld in die Welt?
Yeah, how would you say that? Also fragen Sie nochmal, damit ich die Frage wiederhole. Das ist eine gute Frage. Man lernt nicht, wie das Geldsystem funktioniert. Und es ist nicht nur so, dass man es nicht lernt, sondern man lernt es falsch. Diese ökonomische Wissenschaft dient der Verschleierung von Macht. Viele Leute denken heutzutage, es gibt eine feste Geldmenge und die zirkuliert einfach nur und wird entsprechend ins Spiel gebracht. Das ist aber nicht unser System. Dann kam die Finanzkrise und auf einmal passierten Dinge, die man sich nicht mehr erklären konnte. Das gesamte Vermögensvolumen, die wir verwalten, ist knapp unter 1,5 Milliarden Euro. Entschuldigung, nicht Milliarden. Billionen. Das Dilemma für mich ist, Profit ist eine zwingende Triebkraft für wirtschaftliche Aktivität. Die nächste Trillion Dollar wird mit Daten verdient werden. Wer kollabiert zuerst? Unser Ökosystem Erde oder der Kapitalismus? Jeder, der genauer hinschaut, weiß, dass das alles nicht funktioniert. Wirklich Filme machen oder wollten sie in Wahrheit doch einfach immer provozieren? Ja, der Schwachsinn, der geistert ja nur immer rum. Ich meine, Obsession ist wichtig. Stellen Sie sich das Weiterleben der deutschen Kinolandschaft vor, wenn irrsinnig viel Geld in Monumentalfilme gesteckt wird. Was für eine Idee steckt da überhaupt dahinter? Hat der überhaupt eine Idee? Was soll diese dämliche Frage? Menü Total lief bei der Berlinale. Da ist Wim Wenders nach 10 Minuten rausgegangen und 400 andere Menschen mit ihm. Nach dem Film gab es eine Schlägerei im Publikum. Mein Vater kam an und weinte und sagte, warum hast du so einen Film gemacht? Eine Kritikerin kam an und sagte, der Film ist großartig. Und meine Patentante, die Schwester meines Vaters, kam auch und sagte, super lustig. Und das ist ja auch die Verwechslung bei mir, dass die Leute so oft meinen, ich will provozieren. Und als Sohn eines Apothekers, was ich schon oft gesagt habe, mein Vater hat die Leute mit Mini-Portionen Gift geheilt. Wir machen am 6. August Urlaub am Wolfgangsee und fordern alle Arbeitslosen auf, mit uns gemeinsam dorthin zu kommen. Wir haben das errechnen lassen, wenn 6 Millionen einsteigen, steigt der Wasserspiegel um 2 Meter. Und wenn euch morgen jemand fragt, warum habt ihr so viel Spaß gehabt, dann sagt ihm, das liegt daran, weil ihr es ernst meint und weil der Ernst ab sofort hart ist. Wir gehören ausgewiesen aus Österreich. Gemeint haben und ich bin oft gefragt worden, Christoph, wo nimmst du nur all diese Kraft her? Und ich habe immer gesagt, weil ich an die Sache glaube.